Odli, Odli. Und grüezi, schon grüezi. Wieder. Schon wieder aus der Schweiz, genau. Wir konnten es nicht beherrschen. Nee. Und wir haben schon 450 Meter hinter uns. Da hoch wollen wir noch zu den hübschen Sachser Lücke. Ungefähr 500 Meter oder 550 müssen wir noch hoch. Ja. Der Weg bis hierhin war echt geil, durch den Wald. Guter Weg, Wanderweg. Auch relativ easy, also schon anstrengend natürlich hoch. Ja, es ist die ganze Zeit hoch, muss man die ganze Zeit hoch. Genau, so im Prinzip auf 3 Kilometer 500 Höhenmeter, das ist schon ein bisschen was. Sieht auf jeden Fall mega schön da hinten aus. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder, wenn wir da oben sind. Das Camp, wo wir sind, ist auch schon mega geil, das zeigen wir auch später. Wieder ein Glückstreffer beim Camp. Der andere, den ich zuerst im Blick hatte, war doch voll und nicht voll, so geil. Voll von Campers und kein Platz da und genau. Ja, ja. Aber das war schon nicht schlecht. Die zweite Runde ist Hälfte ist deutlich anstrengender als gedacht. Es war sehr steil, sehr felsig hier der Weg, die letzte Etappe. Wir haben quasi schon da den Sachser Lücke, also da hinten müsste man dann durch und dann sieht man das schön aus, aber von da unten irgendwo kamen wir. Wir haben zum Glück dieses Mal besseres Equipment, bessere Schuhe geholt. Sie sehen auch sehr schick aus, sind aber auch Kletterschuhe, im Prinzip Anstiegsschuhe, also optimal für das Geländer hier. Ein bisschen durchschnappen und gleich geht's weiter. Aber es sieht mega aus. So, Freunde, wir haben es geschafft. Ich glaube, das ist die höchste Stelle als Aussichtspunkt für den Sachs. Ah, so sieht das aus. Natürlich, wie vom letzten Mal schon erwähnt, Apfel geil. Boah. Also wir gehen noch, da hinter uns kann man auf jeden Fall noch gehen. Da gibt es auch die Gondel, ich glaube, ein paar Kilometer entfernt. Ob wir die nehmen, wissen wir noch nicht. Ja, schön. Ach, herrlich. Also, lohnt sich. Genau, scheint die Wolke kam ein bisschen zugezogen, ja. Die Spitze da, aber ich finde es sieht hübsch aus, umso epischer. Also mega. Wir empfehlen das auf jeden Fall vorbeizukommen. Auf jeden Fall. So, Freunde, haben jetzt genug Picknick gemacht, sind noch weitergegangen. Tatsächlich, der allererste Spot, zwar, wo wir waren, ist geil. Am Rande, alleine, schon durchaus mega cool. Also, aber wenn man weitergeht, hat man ein bisschen schöneren Blick oder auch Perspektive für Fotos insgesamt, dass man selber drauf ist mit dem Berg im Hintergrund. Jetzt hier, wo wir wandern, ist auch schön. Unten der See die ganze Zeit. Möchtest du was sagen? Ich bin begeistert. Mal wieder. Mehr will ich nicht sagen, ich bin begeistert. Die Ruhe, die man hier hat und dieser schöne Ausblick und die Bergen ist alles sehr, sehr schön. Einfach schön. Man muss aber hier vor Ort kommen, die ganze Strecke dann machen und versuchen, aus dem Komfortzone raus, aus dem Komfortzone raus. Das waren ja tatsächlich, wir sind 1000 Meter fast hochgegangen. Alternativ kann man vielleicht sogar andersherum machen, wie wir machen. Also sprich, bei der Sachser Lücke nicht hoch. Sondern mit der Gondel hier oder hier vorne hoch und dann genau in die andere Richtung gehen, weil dann würde man alle schönen Aussichtspunkte, wo man picknicken kann, hintereinander abhandeln, von den besten quasi. Und dann kann man sich überlegen, ob man da hinten noch was macht. Ist auch auf jeden Fall schön, wenn man zugeht und hinten die Felsen hat. Genau, das meine ich doch. Schaut mal, da ist der See, hier sind wir. Sehr geiler Anblick, da sind Felsen. Also hier war die Natur echt wild. Hat die Felsen ohne Ende rausgehauen. Oh ja, da vorne ist ein schöner Spot. Da kann man, glaube ich, auch Picknick machen. Ja. Hat man den See
im Blick. Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch zu Gondeln, wahrscheinlich, fahren runter. Müssen wir unser Auto finden? Wir müssen nochmal 300 Meter hoch, zurück quasi zum Auto. Genau. So. Von da oben kamen wir jetzt gerade mit der Gondel. Da fährt hoch. Auch eine. So genau. Sieht das aus. Ist an sich ganz praktisch, hat schon mal ein bisschen nur offen. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, da hochzufahren erst und dann anders herumzulaufen. Ja. Nicht so wie wir. Weil ist wahrscheinlich schöner, die Strecke, weil man hat die ganze Zeit einen See vor sich und dann plötzlich kommen die schönen Felsen. Wir haben sozusagen mit dem Felsen angefangen und dann hatten wir die ganze Zeit hinter uns. Ne? Aber der Aufstieg war schön. Genau. Also da kann man definitiv nicht meckern. Definitiv, ja. Also beides ist wahrscheinlich gut, je nachdem, was man möchte. Für uns, wir hatten keine Lust, dann abzusteigen. Man kann auch natürlich wieder zurücklaufen von Sachsenlücke zu der Gondel. Ja. Und dann, also der andere Gondel und dann runterfahren. Aber auf der Seite haben wir keine Gondel gefunden. Wir haben es jetzt geschafft, hoch zu dem Escher, ja. Haben sehr krassen Anstieg hinter uns. Hier oben ist ja eine Kapelle, ist quasi ein Stück, wenn man da runter geht, wo wir auch gleich hingehen, also sprich dahinter, genau. Da ist der Weg. Dort gibt es dieses Escher Gasthaus, was man so schön kennt, am Berg angebettet, das sieht schön aus. Ansonsten, ja, hier gibt es Gebetsbänke, man kann hier beten. Horn hat vorhin einher gespielt auch. Ja. Leider heute nicht unser Tag wegen Wetter. Genau so. Sieht ein bisschen neblig aus. Wir sehen leider keine hübschen Bergen heute. Drüben gibt Sonne. Ja. Aber da hinten. Whoop, leider bewölkt. Da werden wir auch gehen zum See, zur Alpsee. Aber von da unten haben wir, wo die ganzen Parkplätze sind, ist auf jeden Fall 620 Meter hoch. Ist schon ein Stück. So, Freunde, das erwähnte Gasthaus, Escher, oder am Escher. Simina zappelt hier, hier ist kalt, hier ist tatsächlich kalt. Drüben gibt es ein bisschen Sonne am See, müssen uns beeilen. Hübsch ist es, viel los. Sehr viel los, also viele Leute, alle essen im Restaurant. Ja, ja. Auch die Terrasse ist voll, obwohl kein gutes Wetter ist, aber ja. Gehen wir mal weiter zum See. Das Wetter hat uns eindeutig im Stich gelassen. Ja. War kalt, haben ein bisschen Picknick gemacht, gehofft, dass es besser wird, aber leider nein. Der See sieht trotzdem schön aus. Ist trotzdem blau. Ansonsten vor uns Berge. Wir gehen noch ein Stück hoch, bevor es dann runter geht zum See. Und dann kann man am See rumlaufen. Der Weg hier ist doch ziemlich schön, oder? Was meinst du? Ja, ja, ist schön. Lohnt sich hier zu kommen. Genau, da kann man den See sehen. Genau, hoffentlich kann man den See da vorne ein bisschen. Das ist der See, Alpsee. Und da sollte man in den Zente sehen, ist jetzt bewölkt, ja. Mit Wolken bedeckt, deswegen leider nicht. Aber ist wahrscheinlich ein großartiger Ausblick. Dort haben wir Hightech, Gartenzaun. Also nochmal eine Nahaufnahme, man schiebt es, drüben, whoop, und dann machen wir das zu. Damit keine Kühe kommen, hier gibt es Kühe. Everywhere. Hier gibt es Kühe everywhere. Hier haben wir jetzt tatsächlich Kühe mit Glocken. Wie wir gelernt haben, dass die Kühe
Flecken haben, wenn die im Gebirge bzw. im schlecht ersichtlichen Gelände sind, haben. Das hört man überall, also hier ist es mega ruhig, bis auf die Glöckchen. Aber zum Thema glückliche Kühe. Ich glaube, wäre ich eine Kuh, würde ich Schweiz bevorzugen. So läuft ein Steinbock. Dir hat also der Abstieg gefallen? Es war ein sehr, sehr steiler Abstieg. So wie Klettern hat sich angefühlt. Das war sehr schön eigentlich. Also ich glaube, einer von den schönsten, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber halt richtig steil und also hoch ist sportlich. Hoch würde ich es nicht machen. Nee. Gesellige Kühe haben wir hier. Wir sind am Ende angekommen unseres Wochenendes. Haben jetzt hier einen hübschen Steg gefunden am See. Genießen noch den Anblick, bevor wir dann nach Hause fahren. Nach Hause fahren, genau. Wir essen hier wahrscheinlich. Falls euch gefallen hat, liken, Daumen hoch. Abonnieren. Abonnieren nicht vergessen. Und falls ihr coole Ideen habt, Aussichtspunkte, Wanderrouten, gerne in den Kommentaren schreiben. Schweiz und nicht nur Schweiz. Dann wir kommen vorbei, ganz bestimmt, und dann berichten von unseren Abenteuern. Genau. Schaut euch das an. Wunderbar. Öffne dich. Ah, nein? Okay. What the fuck? All the things I do for wandering.